Ein neuer Tag am Ende der Welt. Atemberaubend ist der Blick zur Klutschewskaja Vulkangruppe. Der Extremsportler Oliver Schmidt ist diesen Anblick gewohnt. Er hat sich entschieden, hier zu leben, in der Vulkanlandschaft Kamtschatkas. Auf einer ganz besonderen Tour zur nördlichen Vulkangruppe Kamtschatkas können Touristen diese außergewöhnliche Landschaft im östlichen Teil Russlands erleben. In einer kleinen Gruppe geht es zu Fuß zum Vulkan Klutschewskoi. Kraterlandschaften, geformt durch die geologische Aktivität unseres Planeten, sind für viele Bergsteiger und Wanderer eine ganz besondere Herausforderung. Neben anderen Vulkantouren, zum Beispiel der 3 Wochen dauernden Begehung der Vulkane Avatscha, Tolbatschik, Goreli und Mutnovsky, zählt der Klutschewskoi zu den ganz Großen. Er ist nicht nur der höchste Vulkan Asiens, sondern auch einer der aktivsten. Bis zu 5-mal im Jahr bricht er aus. 4750 Meter hoch über dem Meeresspiegel spuckt der fast perfekt geformte Kegel dann heiße Lava und Vulkanasche in Kamtschatkas Weiten. Für viele Touristen ist eine Tour zum Klutschewskoi ein Muss. Sie gehen an ihre Grenzen und suchen in Kamtschatka die Herausforderung. Ob bei Tag oder Nacht, die Vulkanlandschaft Kamtschatkas ist faszinierend. Sie wird noch viele Bergsteiger, Wanderer und Extremsportler in ihren Bann ziehen.